Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play irgendwas. So, ich habe gesiegt, ich habe das Spiel schon jetzt 30 Sekunden angefangen zu spielen. Länger nicht. Wir spielen auf normal und ab geht's. Es ist ein neues Projekt und es kommen viele neue Projekte auf meinen Kanal. Okay? Also richtig viele neue Projekte. Wir drücken gleich die Leertaste. Ich will ein bisschen kurz ein bisschen erklären, bevor wir das Spiel spielen. Ich habe vor, ein bisschen Action auf meinen Kanal zu bringen. Das heißt, viele verschiedene Projekte, nicht nur Smite, Minecraft und irgendwie sowas zwischen, sondern viele verschiedene Spiele reinzubringen. Das heißt, viel Spaß und ich mache erstmal kurz das Licht aus. Ich trinke meinen Kaffee aus. Und starten. Ganz ruhig, ihr versteht das alles total falsch. Hört mir einfach zu. Hier, nimm noch einen Schluck, Ray. Das hilft dir beim Ziel. Bitte, bitte, nein. Hier, nimm meine Knarre. Ich hab das Visier ein Stück nach links verschwindet. Viel Spaß. Hör zu. Beantworte unsere Fragen, dann sinkt das Risiko, dass wir eine Flasche verfehlen und deine verdammte Visage verdampfen. Okay, hört auf, bitte. Ich sage euch, was immer ihr wissen wollt, okay? Was ihr wissen wollt. Wie hoch ist unser Kopfgeld? Jeweils eine halbe Milliarde wurde nach dem Überfall auf den Konföderationstransporter verdoppelt. Serrano persönlich hat das veranlasst. Eine halbe Milliarde? Nicht schlecht. Für dich vielleicht. Ich bin das Doppelte wert. Okay. Danke, dass du so ehrlich zu uns warst. Hey, was zum Teufel? Ich habe euch alles gesagt! Schon, aber du wolltest uns auch umlegen, oder? Da sieht's echt schlecht mit einer Begnadigung aus. Die Klappe. Bam! Schon der dritte Kopfgeldjäger diese Woche. Serrano scheint ja echt scharf auf uns zu sein. Lass uns ein paar Konföderationsschiffe plündern. Verdienen wir uns unser Kopfgeld. So, mal kurz warten. Ich muss mal kurz was machen. Werbung und so weiter. Muss weg. So. Und los geht's. Wir sind hier. Oh. Ich sprinte mit Leertaste. Okay. Verdammt. Okay, er hat hier was kaputt gemacht. Wir können sie öffnen. Und mit E kann man treten. R ist interagieren. Schwanzlutscher. Oh, wir finden uns im Weltraum! Wie geil ist das denn? Wir schaffen das! Und er! Okay, er ist interagiert in diesem Spiel. Hast du nicht gesagt, du hättest ihn durchsucht? Niemand delegiert so wichtige Aufgaben an einen Besoffenen. Okay, nice. Aber erst nachladen, das ist gut. Bam! Weg, du Metallteil! So, erstmal kurz. Nein, das will ich nicht. So, Options. Steuerung. Die Maus empfinde ich kacke, muss ich noch drehen. Ist immer cool. Erstmal Maus ist, Dings. Wir wollen rennen. Leertaste. So. Jetzt kann ich jetzt auch speichern mit Leertaste, ne? Nein, ich will das. So. Fertig. Hast denn einen riesigen Haufen Scheiße? Deine Mutter. Nice. Hat's überlebt. Jetzt ist mir klar, wo das alte Mädchen hier hinten her hat.
Okay, deine Mutter hat's überlebt. Jetzt kommt schon deine Mutter bitte ins Spiel. Wäre trotzdem nett. Ein Beweis deiner Fürsorge. Damit ihr Bescheid wisst, ich liebe solche Spiele mit diesem Humor. Es ist einfach so. Ihr Jungs seid. Was ist los? Irgendwas blockiert die Tür. Hi! Wer bist du denn? Geh zur Seite, Doc. Ich mach das auf meine Art. Bam! Nein, wir schießen jetzt nicht rum. So auf seiner Art. Okay. Wer bist du? Ray, wir haben Probleme. Ich verletze den Wurfsprung. Alles klar. Bin gleich bei dir. Haben wir noch irgendwas zu trinken? Nein. Aber im Lager gibt's noch jede Menge Farbenverdünner. Ray, wir haben Probleme. Ich brauche euch auf der Brücke. Sofort! Okay, nice. Müssen uns beeilen. Protz auf der Brücke. Ganz schnell beeilen. Ganz schnell beeilen, Leute. Wir müssen zur Brücke. Hä? Wo ist unser Kumpel? Achso, wir müssen den. Wir müssen das alles rufen, oder was? Kann ich selber machen. So, hier. Auf die 7. Ups. Achtung! Captain an Deck! Ich bin einigen Konföderationstransportern gefolgt. Wir sind aus dem Warp raus. Und da war es. Die Ulysses. Ich bring uns hier weg. Ab in ein dunkles Materiefeld. Und sofort verstecken. Wir gehen nirgendwo hin. Das ist das Kriegsschiff der Konföderation. General Serrano muss an Bord sein. Es ist Weihnachten, Jungs. Wir haben dieses massenmordende Stück Dreck hübsch verpackt da draußen. Auf dem Präsentierteller. Wir stehen hinter dir, Gray. Serrano hat uns alle angeschissen. Das ist ernüchternd, aber vorbei. Nein, du bist nicht nüchtern. Wir halten keine 10 Sekunden durch. Du hast deinen Mut verloren, Ishii. Trotz deines Leichtsinns erfülle ich meinen Eid, dir zu folgen. Aber das... Ich sterbe nicht für deine Rache, Gray. Unsere Rache. Die Ulysses will einen Kommunikationskanal öffnen. Bukanon bereit. Schicken wir ihnen eine Nachricht. Will jemand meutern? Wenn, dann jetzt. Niemand? Feuer frei! Komm schon, Ral. Sorgen wir dafür, dass sich Serrano wünscht, er hätte das Kopfgeld verdreifacht. Oh Gott! Ich kann schießen! Ich schieße einfach mal irgendwo drauf! Wie kann ich denn ausweichen? Ach, ich muss sie kaputt machen. Ah! Ja, hier geht kaputt! Auf das Schiff schießen! Bam, bam, bam! Oh Gott! Hör auf zu wackeln, ich will auf die Kanonen schießen hier. Kann ich da auch drauf schießen so? Oh oh, oh oh. Das Ding ist Half-Life. Schon. So kann es auch nicht enden. Eine Sache erledigen. Sicher gehen, dass wir nicht allein zur Hölle fahren. General, ich nehme dich und jeden einzelnen von euch Wichsern mit uns. Ein plötzlicher Sturz in düstere Wogen. 10 Faden tief. Bam! Weg zur Hölle. Gib ihn! Gib ihn!
Wir sind gelandet. Das ist ein richtig krasser Einstieg. Einige Jahre zuvor. Okay, nice. So, aber erstmal, weil ich muss sagen, weil das Spiel lässt sich nicht minimieren. Deswegen habe ich mir das Spiel auf Fenstermodus gestellt. Ich muss sagen, Fenstermodus zackt. Das kenne ich irgendwie. Habe ich schon mal in so einem Video gesagt, ne? So, das heißt, wir machen voll wieder an. Und ja, wir übernehmen das. Ja, bestätigen. Und spielen weiter. Alter, mal guckt euch an, wie. Alter, sieht das geil aus. Guck, wir können sogar so drehen. Hui! Oh Gott. Wir laufen gerade so ein Gebäude nach unten, ne? Wir sind anscheinend in der Zukunft. Seht ihr das? Hier sind so fliegende Autos und Allgemeinfahrzeuge. Nur ich kann mich immer so drehen. Das sieht aber auch richtig. Aber ah! Oh! Voll erschrocken. Alter, aber wie geil das aussieht. Oh. Und dann wird es sich so erschrecken, wenn. Wie heißt denn nochmal? Ski. Keine Ahnung. Du siehst voll gefährlich aus mit deiner geilen Brille. Okay, nice. Wir treten das mal runter. Ups. Runter. Jetzt aber runter. Geh runter. Hä? Ach, das muss ich treten. Ah, jetzt habe ich verstanden. Ich muss sagen, dieses Spiel ist übrigens blind. Ich kenne dieses Spiel nicht. Aber das Spiel scheint schon Spaß zu machen. Hat meinen Humor. Wer ist denn das? Zeichen. 3, 2, 1. Teamarbeit! Bam, 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 bam. Serrano will, dass wir den Rechner hochjagen. Achtet auf die Zeit. Wann müssen wir weg? Kein Stress, Boss. Wir sind im Plan. Hey! Verflucht, Mann! Du solltest das Ding in die Luft jagen, nicht deine verdammten Mails lesen. Was machst du da? Ja, was sehe ich mir da an? Jeden unserer Morde. Wir haben unschuldige Menschen getötet. Novak war Reporter und saß gerade in einem Artikel über Serranos Korruption. Ich will Serrano sprechen. General Serrano, ich... Was willst du, du beschissenes Arschloch? Hallo? Kommst du etwa vom Einsatzort an, du dämliches Stück Scheiße? Halt die Klappe! Beantworte mir eine Frage. Diese Leute, haben sie uns gezwungen, unschuldige Zivilisten zu töten? Heilige Scheiße! Was zur verfluchten, abgefuckten Hölle habt ihr euch denn dabei gedacht? Ihr verweichlichten Wichser! Seid doch konföderationssanktionierte Attentäter! Es hieß, die Ziele seien Waffenschieber, Sklavenhändler, Massenmörder. Ja, ich habe gelogen. Na und? Wen haben wir getötet? Novak. Hatte belastende Beweise gegen euch, dämliche Scheißhaufen. Er hätte es auflegen lassen, was ihr tut. Und was genau tun wir? Ihr dient voller Stolz einem General der Konföderation, die ihr so ähnlich liebt. Dass ihr ohne zu fragen eure jämmerlichen Mahnleben opfern würdet, um sie zu beschützen, eure Kommandeure glücklich zu machen und eure Regierung zu stärken. Und jetzt will ich von euch Arschlöchern eine nette kleine Entschuldigung hören. Oder ihr seid dran! Ich mach dich kalt! Hey Mann, was für ein Scheiß! Hätten wir eine solche Entscheidung nicht vielleicht diskutieren sollen? Okay,
Wir nehmen die Spectre und springen in die Nebensysteme. Wir entziehen uns der Konföderation. Ich glaube nicht, dass wir von diesem Planeten runterkommen, Grayson. Es ist Zeit für Teamarbeit und los geht's! Denke ich mal. Oh mein Gott. Okay. Hey, hey, alles okay, okay. Wir werden dir nichts tun. Alles wird wieder gut. Ishii, bleib bei der Kleinen! Töten! Oh, zack! So langsam wird's losgehen. Komm schon, Gray, muss ich echt alles alleine machen? Ja, du kannst gar nichts. Können die einfach stehen und die abklammern. Wir spielen auch jetzt gerade übrigens normal. Also kein Easy. Das sind jetzt Serrano-Soldaten, ne? Kein Ding, Feier ist unterwegs. Alter, wie alles kaputt ist. Mein Gott. Wie oft ist denn der jetzt schon gestorben? Warte mal, ich muss mal kurz das schließen hier. Nervt langsam. Schluss damit. Schnell, bringt ihn auf die Krankenstation. Doch, ist er. Geht einfach. Dieses Spiel macht mir aber viel Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Bring ihn rein. Wir nutzen den Fahrstuhl und fahren zur Krankenstation und retten den. So. Bam! Das Ding hängt nur noch an einem Faden. Ja, 3, 2, 1, Risiko. Ich will durch. Du musst das wieder hinkriegen, Doc. Du hast bei unseren Einsätzen so viele Cybertransplantationen durchgeführt, da muss es doch. Bam! So, dann will ich als hier durch. Versuch es zumindest. Er würde das gleiche auch für uns tun. Vielleicht könnte ich ja. Aber für lass mich durch. Also bräuchte ich eine geladene Fusionszelle. Ach, die sind uns schon vor Monaten ausgegangen, Doc. Gott verdammt! Es muss auch einen anderen Weg geben. Die Fluchtkapsel der Ulysses, ein paar von ihnen sind runtergekommen. Die nutzen Energiezellen für den Antrieb. So ist es. Komm schon, Ralph. Nicht viel Zeit. Halt ihn am Leben. Ich bin gleich zurück. Okay, wir müssen ihn also beschützen. Hier kommt keiner ran. Ehrlich, Häuptling? Das war echt eine scheiß Idee. Ich weiß, ich habe uns das alles eingebrockt. Warte, hörst du das? Dieses beschissen laut hier. Verfluchte Scheiße! Ist gut! Nieder, Deres, Dongs! Man kann auch keinen Nahkampf machen, so wie bei Serious Sam. Nahkampf! Ja, nenn mich Hasenfote. Ja,
Das sind doch keine Menschen. Was seid ihr für Dinger? Das sind Hipsters. So, jetzt zack. Stirbt ihr scheiß Hipsters. Die haben voll viel Leben, ey. Die hatten voll viel aus. Aber keiner von denen greift mich an. Was für eine beschissene Art, den Nachmittag zu verbringen. Komm schon, weiter. Okay, so rutschen wir. Okay, nice, so können wir also sliden. Wo sind wir hier? Okay, ich such mir später. Ich guck mir später die Map an. Kann ich den wechseln lassen? Sie zack! So, ihr einheimischen Hipsters. Kriegt auf die Schnauze. Darunter können wir nicht. Hey, was geschieht hier? Serrano, wir werden dich umbringen. Mach deinen Job, leg sie um und zwar schnell. Ah, ist ja genauso wie in Serious Sam, nur halt nicht so viele Gegner, dafür sehen die halt nicht mehr aus und sind halt viel stärker. So, erstmal nachladen, ja. So, hier, frisst. Hinterm Stein wieder nachladen, in Deckung gehen. Hinsprinten. Und schießen! Ich treffe aber auch nicht. Alter, ich dachte, er wäre erledigt, weil er halt hingeflogen ist. Einer aus Serranos neuem Squad. Der Clown? Was kann der denn? Wieso sehe ich eigentlich kein Blut?